Und ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing-Video. Wie ihr hier jetzt seht, das hier ist jetzt ja, mein Schreibtisch und ja, so. Das ist jetzt hier bei meinem Battlefield 4. Ups, also, das ist jetzt, oh, Achtung, so, das ist heute gekommen. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Ich entschuldige mich, wenn ich mich jetzt ein bisschen etwas komisch klinge. Mann, oh, komm schon. Haben schon, ja. Hier, das ist jetzt, Achtung, Achtung, ja, mein Desktop. Und ja, hier ist meine Maus, Gaming-Maus, die ich eigentlich, ja, kaum benutze. Und hier, das ist eher meine Maus. Einfach eine ganz normale Logitech. Und ja. Jetzt aber war zurück zu Battlefield 4. Ich hätte eigentlich gestern schon gekriegt. Ah, kommt schon, kommt schon. Ah, doch. So, hier ist es. Das ist meine Fernbedienung. Ja, ich hätte es eigentlich schon gestern gekriegt und ja, so, jetzt holen wir hier das andere auch mal raus. So, das hier ist, ups, Achtung, das Steelbook von Battlefield 4. Jetzt muss ich das nur noch, Achtung, irgendwie mehr aufkriegen. So, wow. Jetzt mal die ganzen Sachen verstecken. So. Hier ist das ganz normales hier. So, Steelbook, muss ich ein bisschen weiter weghalten. Ich entschuldige mich für die Qualität meines Handys. Hier, Battlefield 4. Battlefield 4 und ja, ein Schatten. Interessant. So, hier können wir auch nochmal hier die Verpackung sehen. Ich mache auch so ein Unboxing-Video gerade zum ersten Mal, also entschuldigt, wenn das so ist. So, hier, das ist Battlefield. Falsch rum. Battlefield 4. Und hier ist es jetzt die Rückseite. Nur im Battlefield 4. Das sind alles hier dieses. Ups, Achtung. Ah, hoffentlich ändert sich das noch. Nee, das ist ein bisschen zu unscharf. Siege auf Shanghai. Das ist, glaube ich, zu der Kampagne mehr Spiel. Und das ist jetzt hier Beherrsche Land, Luft und Meer. Ja, so, das war jetzt erstmal hier das. Jetzt mache ich hier einen kleinen, ja, Cut, damit ich euch einen kleinen Zaubertrick zeigen kann. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ja, jetzt habe ich die Folie abgemacht. Hier ist die Folie, hier das. Ich hoffe, es sieht man. Ja, hier sieht man es. Und auf geht die. Wie ihr seht, habe ich schon mal die ganzen Sachen rausgeholt, damit ihr hier nicht mein, ja, meine Sachen hier stehen könnt. Und das ist jetzt hier die dritte Disk. Also hier kann man, ja, die dritte Disk hier, Battlefield 4, geil gemacht. Und hier sind jetzt auch noch hier, jetzt muss ich das mal gerade rumdrehen, das ist jetzt die erste Disk. Und dann komm schon, so. Und das jetzt hier, ja, das ist schwierig mit einer Hand. Mann, nein. So, jetzt mache ich das anders. So. Und das ist jetzt die zweite Disk. So, mal alles mal wieder rein. Und ja, die dritte Disk, wie schon gesagt, also hier ist er. In einer Hülle. Verpackt wie eine ganz normale CD. Aber es ist keine. Es ist Battlefield 4. So. Jetzt, ja. Ich zeige euch noch kurz mein Desktop, wenn das nicht so spiegeln würde. Hier sind alle meine Sachen. So, jetzt habt ihr auch mal meinen Desktop gesehen. Ist ziemlich groß. Hier oben ist mein Mikro. Sieht man wahrscheinlich sehr schlecht. Hier Logitech C2070. Ich mich nicht irre. Dann ist hier noch. So, hier ist mein, ja, Headset, was ich eigentlich nur zum Hören benutzt, also nur für ja, zum Hören eigentlich nur. Und ja, hier sind jetzt, wenn ich mal gerade zeigen kann, hier ist jetzt, Achtung, so, das Thumbnails für das digitale Community Buch. Hier unten sind die Clips, wo also diese einzelnen Clips von Fraps reinkommen. Hier sind die Thumbnails für das Update Video, Medal of Honor, Info Video. Hier sind das, was ich eigentlich geplant hatte, dass das so am Ende kommt, aber das werde ich wahrscheinlich sein lassen.
Hier Update Video Arno 2070 Thumbnail. Was hier das ist, das hier, das werdet ihr dann. Ah, das habe ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch benannt. Aber auf die Eile war ich habe nur wackelig halt. Nein, hier sind noch ein paar Gamescom-Bilder, die werde ich auch irgendwann mal zeigen. Sinnlos, sinnlos, sinnlos. Black Ops 2 und Minecraft. Dead Space 3 und ja, das war's. Hier ist die Uhrzeit jetzt noch. Ich hatte hier. Ah, ich habe so eine wackelige Hand. Ah, Mann, meine Hand ist viel zu wackelig. So, das ist jetzt die Uhrzeit. Das ist das Datum. Da ist dieses Nvidia irgendwas, schieß mich tot. Keine Ahnung, Praktikum, Videos, Far Cry 2, Nuketown, keine Ahnung, was das noch sein soll, BF3 Musik. Und ja, jetzt kommen wir nochmal hier zurück zu den ganzen Battlefield Sachen. Das ist jetzt hier so ein kleiner Überblick. Leider habe ich kein Dogtag bekommen, warum auch immer. Obwohl ich es mir vorgestellt habe. Oder es ist hier drin. Dann müssen wir hier mal gucken. So, jetzt das hier ist der Pappkarton. So, jetzt muss ich mal kurz wegzeichnen mit dem. So. Ne, ist leider keins dabei. Warum auch immer. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich würde mal sagen, das war's auch schon für heute hier nochmal das Steelbook von Battlefield 4. Kauft euch Battlefield, kauft es euch. Das magische Steelbook befiehlt es euch. Ja, das war's eigentlich schon hier nochmal. Das war ja, alles drumherum. Hier nochmal. Habe ich ja schon vorher. Meine Hand ist zu zittrig. Ich bin so aufgeregt. Ja, Deluxe Edition und ja, hier nochmal alles auf der Rückseite. Systemanforderungen. So unscharf. Nein. Scheiß Handy. Mano, muss ich mir neues kaufen. So, das war's mal für heute. Und ja. Zum Schluss seht ihr nochmal hier ganz normales Standard-Hintergrund. Haken. Haken, 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 Haken. Hier ist Haken. Steam. Ja, hier War Inc. Ist noch ein paar Spiele. Orcs Must Die 2. Medal of Honor, Minecraft, Call of Duty, Black Ops 2, hier. Battlefield 3, Battlefield 3, 3, hier, Battlefield 3. Und hiermit, mit diesem Tool, mache ich meine Thumbnails. Und ja, ich glaube, das war's auch schon mal für heute. Ja, ich verabschiede mich, euer Charlie. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao.